Weil ich wüsste, XRP, du bist ein Witz. XRP, wirst nie performen. OSRP, oh OSRP, oh spätestens Ende 2024, wirst du mich wie für den Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ja, was sehen wir denn wieder? <laughs> was soll ich sagen? Der kleine Shitcoin, wofür wir uns immer geprügelt worden sind, alle. Ja, 35,2% ist ein Leckerbissen. Ne? Agebar natürlich unten links mit 48% ist natürlich ganz stark. Ne? Aber ihr seht, selbst wie Shane erwacht langsam der schlafende Riese. Selbst IOTA, da hatte ich vor zwei Tagen noch ein Gespräch mit jemandem, der sagte: oh, Soll ich meine IOTA vielleicht doch schnell umtauschen? Wo ich gesagt habe: Nein, lass liegen, lass liegen. Das, was ihr jetzt habt, nichts tauschen mehr. Wir werden sehen, wer was im Bullenmarkt richtig macht. Na, auch Quanten mit 24,4% auch ganz starkes Ergebnis. Kaya, keine Ahnung, habe ich nicht, will ich nicht. Aber naja, auch mal mit 10,3% wieder. Und was soll ich sagen? Ne? Im Moment sieht es so aus, als wenn einige Coins natürlich wieder korrigieren. XRP geht jetzt auch mal ein bisschen runter. Aber ganz klipp und klar, die wollen mich alle verarschen. Ne? 1. Dezember, XRP über 2 Dollar. Gut, dann sage ich klipp und klar: Scheiß auf Dezember mit 2 Dollar, was ich schon vermutet habe. Ich gehe jetzt auf Allzeit hoch. Ne? Dezember, Allzeit hoch, sollte erreicht werden. Von daher Feierabend. Und natürlich. Oh, Solana, ich dachte, ihr seid so gut. Ja, tut mir leid, ne? Ihr habt wohl leider den Platz und uns verloren. USDT genauso. Ja, was soll ich sagen, ne? Wir krallen uns jetzt den zweiten Platz. Also, Ethereum. Viel Spaß, wir holen euch auch noch. Es ist natürlich noch ein großer Vorsprung, ne? Es sind ja gut 424 Milliarden zu 153 Milliarden, aber ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir kriegen das im Laufe 25 Jahren. Ethereum vom Thron dazu stoßen, gar keine Frage. Aber fangen wir einfach mal an. Erstmal natürlich Bitru, ne? Die Börse. Bitro steht seit sechs Jahren an der Seite der XRP-Community. Heute feiern wir gemeinsam als Gemeinschaft den Meilenstein, den XRP als drittgrößte Kryptowährung der Welt erreicht hat. Von daher, Dankeschön natürlich auch an Bitro, muss man ganz klipp und klar sagen. Sie sind wirklich sehr stark. Auch damals bei der SSC haben sie immer gesagt, interessiert uns nicht. Der Fortschrittsbericht der EZB über die digitale Euro enthält Debatten über Haltegrenzen. Die Europäische Zentralbank hat heute eine zweite zweiten Fortschrittsbericht über die Vorbereitungsphase der digitalen Euro veröffentlicht. Erhebt die Fortschritte bei der Entwicklung der Regelbuchs und dem Outsourcing vom Teil der Arbeit der Forschung zur Nutzerdesign und Designfragen einschließlich Haltegrenzen hervor. Das ist witzig, witzig, wichtig. Debatte über die Haltegrenze des digitalen Euro. Wir wissen ja, wir kriegen alle ein Wallet bei der EZB mit 3000 digitalen Euro können wir darauf machen. Das Eurosystem hat Rückmeldung von den verschiedenen Seiten zu diesem Thema eingeholt. Ein Teil des digitalen Euro-Designs ist eine Funktion, die Geld auf und von Bankkonten abweist. Wenn das digitale Euro-Guthaben die Haltelimits überschreitet, sie wird als Wasserfall- und umgekehrt Wasserfallfunktion bezeichnet. Dieses Merkmal ist von zentraler Bedeutung für die Debatte um das Holding Limit. Verbrauchergruppen wünschen sich höhere Grenzen. Ich persönlich auch. Also 3000 ähm, ist eigentlich schnell erreicht, wenn du in der Kryptowelt natürlich Gewinne machst, ne? Für Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Bankgruppen wollen niedrige Limits, weil der digitale Euro für Zahlungen und nicht als Wert auf Bewahrungsmittel gedacht ist. Außerdem sind die Banken besorgt, Einlagen zu verlieren. Das ist etwas, das die Zentralbank auch aus Sicht der Finanzstabilität beunruhigt. Also es wird keine höhere Grenze geben. Ah, 3200 Euro ist die Haltegrenze. Aber nicht desto trotz, ich finde das bescheuert. Ne? Und ich will auch gar kein Konto haben bei der EZB. Ich will auch gar kein CBDC haben, um ehrlich zu sagen. Ne? Die sollen den Euro Gold gedeckt haben und dann bin ich zufrieden. Meinetwegen auch mit Rohstoffen. So, 72% deutscher Unternehmer sind nicht an Blockchain interessiert, wegen der Medienberichterstattung. Also, wir bleiben, wir sind und bleiben <laughs> leider immer noch äh, ja, die Steinzeitmenschen des digitalen Welt. Ne? Laut einer W3Now-Studie sehen 72% der deutschen Unternehmen keine Notwendigkeit, Blockchain in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, willkommen in der Steinzeit. Negative Medienberichterstattung, regulatorische Unsicherheit. Ja, wir wissen ja, 30. Dezember, Mika-Vorschriften gehen in Kraft, nur nicht in Deutschland. Und mangelndes Wissen seien die wesentlichen Gründe für diese Innovationsabstinenz. Ja. Sehr traurig. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass viele Blockchain-Anwendungen mit potenziell hoher wirtschaftlicher Relevanz nicht in direkten Kontakt mit den Endnutzern stehen. Stattdessen wird die Blockchain-Technologie oft im Hintergrund und ohne Medienpräsenz eingesetzt, was die Relevanz des öffentlichen Bewusstseins für eine breite Akzeptanz der Blockchain etwas verringert. Ja, fragt euch doch mal irgendjemanden bei euch im Bekanntenkreis, kennt ihr Blockchain-Technologie? Da gehen bei denen die Nackenhaare hoch und sagen, was das denn für eine Hexerei. Ripple CTO reagiert auf XRP, wird zur drittgrößten Kryptowährung. David Schwartz, Chief Technology Officer bei Ripple, hat festgestellt, dass die Entwicklung von XRP zur drittbeliebtesten Kryptowährung mit seinem offiziellen Erreichen von... Von zwölf Jahren im Unternehmen zusammenfiel, also herzlichen Glückwunsch, ne? Also genau vor zwölf Jahren <laughs> ist Ripple beigetreten. Wie U Today berichtet, hat Ripple CEO Brad Gallinghaus kürzlich ein Interview mit 60 Minutes oder Minutes aufgenommen. Einer der bekanntesten TV Nachrichtensender in den USA. In einem kürzlich veröffentlichten Social Media Post bestätigt gallinghaus dass es noch keine offizielle Ausstrahlungstermin gibt. Warten wir also weiter ab. Vielleicht dürfen sie es auch noch nicht. Davon gehe ich nämlich eher aus, dass sie noch nicht das ausstrahlen dürfen. Brad Garlinghaus, Ripple bestätigt dann, bestätigt dann Tapiro über den 400-prozentigen Anstieg von XRP. Äh, wo fangen wir an? Tapiro macht wichtiges Statement zu Ripple und XRP. Der Investment-Experte Tapiro veröffentlichte einen Tweet, in dem es heißt, dass XRP in den letzten vier Wochen um mehr als 400 Prozent an Marktkapitalisierung zugelegt hat. Herr Piro sagte, dass die meisten Investoren die Kryptowährung in XRP missverstanden oder einfach nicht verstanden hätten, die ständig auf X an den Pranger gestellt wurde, betonte er. Ja. Da sage ich nur, hat er zu 100% recht. Die Masse versteht es tatsächlich nicht. Der harte Kern auf jeden Fall. Der harte Kern wartet auch auf die Verwendung und nicht auf irgendwelche Pumps. Tapio ist sich sicher, dass es sich nicht um einen zufälligen Preissprung von 400% innerhalb von vier Wochen handelte. Das Hinzufügen von 100 Milliarden Dollar in vier Wochen geschah nicht aus Versehen. Kein Irrtum. Zum ersten Mal seit 2018 ist XRP auf das Preisniveau von 2. 2,40 Dollar gestiegen und hat sich eine Position unter den ersten drei auf den Coin Market Cap Skala der Krypto zurückerobert. Bingo, was soll ich dazu sagen? Ey, wir holen uns noch Ethereum. So, Trinity, neuer Ripple Partner, treibt Innovation im Bereich des dezentralen Finanzwesens, Stevie, mit breiteren Investitionen in das XRP Ledger voran. Man muss dazu sagen, Gerade der Defi-Bereich braucht natürlich ein Stablecoin. Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, dass man sagen könnte, okay, in zwei Tagen kommt tatsächlich der Stablecoin von Ripple raus. Ich bin gespannt, das ist für mich wirklich ein heißer, heißes Datum und äh, warten wir natürlich ab. Ne? Trinity weitet den Fokus auf Defi durch seine Early Stage Inc. Fund 2 aus. Und unterstützt die vielversprechenden Entwickler des XRP-Ledgers in Asien und Europa. Ripple schließt sich UBS und Six als einer der globalen strategischen Partner von Tinity an. Habe ich Trinity? Tinity ist es an. Und äh, setzt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bei Accelerator-Programmen für XRP-Ledger-Startups seit 2023 fort. Das wird richtig geil. Wir glauben, dass das dezentrale Finanzwesen die Zukunft der Finanzdienstleistungen neu gestaltet, indem es zugängliche, effizientere und innovativere Lösungen anbietet, sagte Andreas Iten, CEO und Mitgründer von Tinity. Indem wir Startups in der Lage versetzen, diese Transformation voranzutreiben, wollen wir die Entwicklung von Technologie beschleunigen. Die reale Herausforderung lösen und die Art und Weise, wie Finanzsysteme weltweit funktionieren, neu definieren können. Es wird einfach nur geil, Leute. Es wird einfach nur geil. Lasst 2024 vergehen. 25 wird die Bombe richtig losgehen. So, gucken wir mal. Ripple hat 500.000 schon mal freigesetzt. Eine Milliarde XRP freigesetzt durch den Escrow. Und dann schauen wir mal weiter oben. 500.000 sind wieder eingesperrt worden und 270.000. Das heißt, Ripple hat sich nur 230, 270, 270 Millionen natürlich und 500 Millionen, ne? Millionenbeträge. Und Ripple hat sich nur 230 Millionen wohl selber wieder auf ihr Konto zugeschrieben. Aber man muss auch ganz klipp und klar sagen, es sind keine bisher groß verkauft worden. Ripple verkauft seit Wochen schon keine XRP mehr. Muss man immer wieder dazu sagen, weil viele denken ja immer, Ripple verkauft jetzt sofort wieder. Und nein, sie haben seit vier Wochen nicht einen einzigen XRP verkauft. Und natürlich Eleanor Wisdom Tree Funks reicht offiziell eine S1 bei SEC für ein XRP-Spot ETF ein. Von daher, Wisdom 3 schließt sich Bitwiese invest 21 Shares und Canary Funks an und beantragt einen Fonds, der den Tagespreis von XRP verfolgt. Also, der XRP-ETF wird auf jeden Fall kommen. Wann er kommen wird, das muss natürlich die SSE entscheiden, aber ich bin guter Dinge, dass wir in Q1 den XRP-ETF auch kriegen werden. Ob der was bringen wird. Müssen wir natürlich abwarten. zurzeit würde ich sagen, wenn jetzt der rauskommt, wenn sie sagen, okay, nächste Woche kommt der, dann kriegen wir bis nächste Woche Allzeit hoch. Ne? Im Moment sind die Leute wirklich sowas von verrückt. Das ist der Hammer, was sie da rausballern. Und wir können natürlich weiter uns schön entspannt zurücklehnen und weiter es genießen. Ja, ihr seht, die Weltkugel hat wieder bei mir Probleme. Da ist sie ja, der kleine Schmutzfink. Und ihr seht, da ist ein bisschen Bewegung drauf. Nicht viel, aber ein bisschen, ne? So, ich bedanke mich noch bei 196 Zuschauern. Wahnsinn, Leute, so viele heute auf Montag hier. So, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Oh, es geht schon gar nicht mehr weiter. Ach du Scheiße, ich bin schon zu weit. ich ja wieder sehr fleißig. Na gut, dann fangen wir an. Big Tuni, guten Abend ihr Lieben. Lucky, hallo Leute. Doc Azzarola, moin. M.H.N. guten Abend miteinander. Taschentiger, guten Abend. Metzger Magic, liebe Grüße aus Frankfurt, Marcello und... An dich, Magic Mike, und an den Nico und langsam geht's doch vorwärts. Ich freue mich so. BoBo, hallo zusammen, Rimini. Wart mal, wer XRP jetzt teuer einkauft und auf den Zug aufspringt? Die Hater. <laughs> Normalerweise müsste man das registrieren, was sie die ganzen Jahre gesabbelt haben, ne? und die äh, wirklich sperren. XRP, -Alco. ja, ja, mein H-Bar. ja, ist gut gestiegen, Big Tony. Na, sind wir immer noch erst am Anfang? Victoni, ja, absolut, wir sind immer noch am Anfang. XRP-Oli, da ist er ja wieder, der Hühnerschreck. Beste Grüße in die Runde, alles scam hundertprozentig. Metzger Magic und natürlich die nächsten Millionäre, hab ich vergessen, sorry. <laughs> Macht nix, so ein kleiner Formfehler, ne? der bringt uns nicht aus der Ruhe. Anubis, heute morgen habe ich gedacht, ich träume noch. Nein, das wird noch viel geiler. Brigade, hallo ihr Verrückten, to the Moon Flieger, hundertprozentig. Aber wie gesagt, ich denke allzeit hoch, können wir erreichen, wenn natürlich der Stablecoin wirklich jetzt am wow, diesen Monat kommt, dann wird XRP richtig fliegen. Konzite, schönen guten Abend an alle und an unseren liebsten Märchenerzähler. Ha, komm, wir gehen mit XRP spazieren und Weihnachten wünschen wir uns Joggingklamotten fürs nächste Jahr, wenn XRP den nächsten Gang einlegt. Musst du mich mit dem, Sa mit dem Rollstuhl und Sauerstoffflasche durch die Gegend fahren, ne? Sanremo, nicht nur dein h Heiko, mein auch äh, liegs XRP, der Michael Sailor hat auch wieder zugeschlagen bei Bitcoin. Jetzt besitzt der Typ schon über 400.000 Millionen Bitcoins. Äh, ich würde eher sagen 400.000 Bitcoins, nicht Millionen. Aber ja, warum nicht? Ne? Er muss ja mithalten mit ähm, Black Dog. BlackRock, nicht Black Dog, BlackRock. XRP AJ, Guten Abend, xrp Gemeinde. XRP Night -Ridler. Hi, Leute, und Gruß an die Dro an den Druiden. Ich muss meine Haare schneiden, ich bin zu grau geworden. Indalo Grüße, Rimini MC. Ist das sicher, dass am 4.12. der Stablecoin kommt oder nur ein Gerücht? Es deutet vieles darauf hin. Aber wirklich kommt, das liegt natürlich in den Händen der New Yorker. Ne? Wenn die wirklich den jetzt rausballern und du siehst ja neuer Partner, gerade im Defi-Bereich, wo du den Stablecoin brauchst, warten wir ab. Melle, guten Abend an alle xap fans Das war mal ein schöner Tag heute. Erst heute? Nein. Eigentlich die letzten vier Wochen waren sehr gut. Central Cyber Network, wieso hat die Altcoin-Rallye schon begonnen? Die soll doch erst am Ende kommen als Q325. Wie kann das sein? Wieso Altcoin-Rallye? Alle reden immer von Altcoin-Rallye. Ich sehe da noch keine. Das ist der ganz normale Bullenmarkt. Gut, XRP sticht natürlich ein bisschen raus, aber das ist der normale Bullenmarkt, Leute. Denkt ihr jetzt etwa, weil die Coins um 10, 40, 50 Prozent steigen, dass das jetzt schon die Altcoin-Rally ist? Nein, nein, das ist die noch nicht, falls die überhaupt kommt. Letzten Bullmark gab's die gar nicht. Nein? Tribun, schönen Abend an alle. XRP Crypto Bull, abonniert mit Prime. Dankeschön. Steve Lambert hallo zusammen. Endlich kann ich wieder live dabei sein. Beim Blick ins Depot kribbelt ganz schön. Muss stark bleiben, viel Sport treiben und mich ablenken. Danke, MC. Da nicht für. Und ja, ich habe es euch immer gesagt: der Bullenmarkt ist brutaler als äh, der Bärenmarkt. Er ist zwar richtig geil, aber die Versuchung ist wahnsinnig hoch, dass man vielleicht schon in jetzt oder in zwei Monaten schon auscash, ne Wer weiß. Speedy, Gruß an die beste Community. Steve Lambert, abonniert mit Prime. Dankeschön. XRP Night Riddler. Ja, ATH im Dezember. Weihnachten ist klar drin. Wenn es so weiterläuft und wirklich der Stablecoin kommt, hundertprozentig. XRP Jungen, hey Marcello, ab 10.000 Euro muss man das der Bank melden, richtig? 12.500 bis jetzt, aber geh lieber auf die Bundesbankseite, weil es könnte sich ändern. Die sprechen schon die ganze Zeit immer, das wollen sie runtersetzen auf 3.500. Gilt dies für die gesamte Auszahlung oder jeweils pro Auszahlung? Zählt für pro Monat? Also könnte ich dreimal 9000 auszahlen, ohne es melden zu müssen. Werde es trotzdem melden. Wollte es aber nochmal genau wissen. Dank dir. Nein, es zählt wirklich für den ganzen Monat. Wenn du äh, im ganzen Monat aus dem Ausland 12.500 Euro kriegst, musst du es melden. Oder du schickst es ins Ausland. Musst du auch melden. Elias, Alter. Was denn? Ich, Hallo MC, Grüße an alle. King, King. Hallo MC und alle, bin nur kurz für die News hier, schau den Rest morgen nach, muss gleich in die Garage mit dem Nachbarn Bier trinken. Schönen Abend an alle. Ah, man geht mittlerweile nicht mehr in den Keller, man geht in die Garage. Ja, wünsche ich, wünsch ich dir viel Spaß. Lee XRP. 400.000 wollte ich sagen. Ja, mach doch nix. Ich bin ja da. Tremmer, heißt Steve, lange nicht gesehen. Kaleido, guten Abend. Fermi, grüß dich. Kaleido abonniert auf Stufe 1. Dankeschön. Sanja, Grüße aus Karlsruhe. Und einen schönen Abend an alle. Dankeschön. Hubal, hallo Marcello und Community. Alles nicht schlecht. Aber der Knaller kommt noch. Dankeschön, MC und XRP-Familie. Dani für und 100%. Ich bin gespannt. Ich werde ja am 31. auch streamen. Da werden wir mal einen klaren Schlussstrich ziehen. Mal gucken. Ob ich recht habe, wie letztes Jahr im Januar, wo ich dann gesagt habe: von wegen, Leute, guckt euch euer Portfolio, macht einen Screenshot, ihr werdet im Dezember am 31.12. eine Überraschung sehen. Es wird noch geiler sein. Tommy, guten Abend, MC, zur abendlichen XRP-Suchttherapie und Community. Ich grüße euch alle. Schöne Grüße aus München, grüß dich. XRP-Heiko. Handelsblatt, du kommst mir immer komische Sachen. Sparkasse erwägen nun doch, Kryptohandel anzubieten. Die Sparkassengremien entscheiden diese Woche erneut darüber, ob sie ihren Kunden den Zugang zu Bitcoin ermöglichen. In der Vergangenheit war die Sparskepsis groß, das dürfte nun anders sein. Also ich kann sagen, es kommt. Ich kann sagen, die deutsche Sparkasse könnte ihre Kryptostrategie ändern und ihren Kunden künftig Zugang zu Kryptowährungen wie Bitcoin bieten. Der Gesamtvorstand der Deutschen Sparkasse und Giroverband will nach Handelsblattinformation diese Woche erneut darüber entscheiden. Ja, hm. entscheidet mal, ich kenne kenn das Ergebnis schon. Äh, MC, ich habe noch vielen, vielen YouTubern gehört, dass Veracity nie sein Allzeithoch erreichen kann. Hoffe, der Bullenmarkt wird Veracity durch die Decke schießen lassen. Ganz ehrlich, das sind die gleichen Dummdeppen, die auch gesagt haben, XRP wird niemals einen Dollar erreichen. Stimmt, er ist ja fast bei drei Dollar. Nee, also, ganz ehrlich, das kann keiner dir jetzt voraussagen, ob er es schafft oder nicht. Aber es sieht verdammt gut aus. Die lambert hi, geht nicht an mich. Äh, Lichtwelt, hallo MC und alle, die noch hier sind. Big Tony fühlt sich so an, als hat es mich voll erwischt. Und ich bin jetzt erstmal krank. Da ist es ein umso schöner Sache, die Kurse zu sehen. Ach du Schande, na dann gute Besserung. Hab ich viel Grüße von mir, alles Liebe für euch. Ich gönne euch alle die fetten grünen Prozente. Liebe geht raus. Auch an die Hater. XRP wird niemals 70 Cent erreichen. MC hat Halbwissen. Wer zuletzt lacht und so, ich dichte schon mal Krypto-Weihnachtslieder. Community. Ich, schätz, ich schätze jeden von euch. Ihr habt es verdient. MC ebenso auf zu den unendlichen beiden. Ja, MC, wird XRP 150 Dollar erreichen? Wenn ja, wie wird das gemacht? Bei so vielen XRPs, die es hat? Natürlich durch die Verwendung. Durch die Verwendung im Bankbereich, im Finanzbereich, werden natürlich XRPs gebraucht, jeden Tag, bei jeder Transaktion. Und da laufen ja nicht nur so ein paar Millionchen drüber, ne, alleine SWIFT, 6 Billionen pro Tag circa. 6 Billionen Dollar, diese transferieren. Ähm, Kannst du ja mal ausrechnen, ne? Bei was haben wir jetzt? 52 Milliarden, wo ich sage, okay, davon sind wahrscheinlich 20 bis 25 Milliarden schon weg durch uns, da wir, verkauf, da wir ja gekauft haben und die Großinvestoren natürlich auch. Schätzele, das wird nur durch die Verwendung steigen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis später. Central Cyber Network, Veracity als RC20 sehe ich höchstens bei 10 Cent. Ethereum hat ja immer noch nicht gestartet. Glaube, dass bei ihm die Luft raus ist. Die ISOs haben die, das Ruder übernommen. Nein, nein. Ethereum wird auch noch kommen. Keine Panik. Und RC20, ganz ehrlich, du, du denkst wirklich, Veracity ist auch die Luft raus dadurch? Unterschätze nicht, mein Schatzi. Ne? Wir sind schon bei 0,007. Ich sag ja, Dezember 1 Cent. Ihr wisst, was meine Prognose dann ist, ne? für mich persönlich. Das wird noch. Das wird noch. Der kleine Schmutzfink. Mr. Crypto MC ist keine Finanz. Oder Anlageberatung. Richtig. Tremmer, gute Besserung, Big Tony. Äh, Start für guten Abend, MC und XRP Holder. Malatis, hallo, Bobo. Kufox, MC, was denkst du über AMP? Etwas ruhig bei dem Freund. Ja, der, der, ja das ist auch so ein kleines Sorgenkind bei mir, aber ich mache mir da keine Sorgen. Ne? Wenn du wenn dir du mal anguckst hier, XDC, der, der Arsch, schnell, die ganze Zeit Nullnummer und dann auf einmal geht er richtig ab wie ein Zäpfchen, finde ich schon echt krass eigentlich. Uh, Ronnie the Rippler, hallo, liebe XRP -Commu Community, ne Gemeinde. Seid ihr auch oh, nur am Grinsen? Ich gönne es jedem einzelnen von euch. Das Durchhalten zahlt sich aus. Weiter so, die Insel ruft hundertprozentig, aber das finde ich Porno. Das ist mir zu viel. Ich bin ein bisschen alt. Oder ich brauche einfach nur eine beschissene Sonnenbrille dabei. Äh, nur no Petsy, grüße dich, Mr. Crypto. Rumänien nutzt Blockchain, um seine jüngsten Wahlen zu überwachen und war damit das erste europäische Land, das die Technologie einsetzte, um frei und fair nationale Wahlen zu gewährleisten. Geile Sache, das sollte überall passieren, dann können keine Manipulationen mehr kommen. Genau das will ich auch, ich verlange es sogar. Besonders 23 bei der Wahl jetzt. Am 23. Februar meine ich natürlich. Pappi Spiel, Zuschauer der 10er Stream, geil und weiter. Community und MC sind immer einen Besuch wert. Grüße an die vielen Zuschauer. Hier ist die beste erwachsene und nicht neidische Community. Nö, da, da gebe ich dir absolut recht. Neidisch ist keiner hier. Weil auch keiner weiß, wie viel jeder irgendwie hat. Weil auch das eine der Hauptregeln ist. Ich, ich persönlich würde sowieso nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle ihr reingesteckt habt oder wie viel Coins ihr habt. Ich glaube, da weiter. Hallo zusammen. Grüß dich, Steve Lambert. Leute, ich dachte, ich stehe das locker durch. Aber bin echt jetzt schon am Flattern. Mann, Mann. Und jeden Tag voll schütte, schütten geht ja auch nicht bis zum eigentlichen Verkauf. Ja, mein Freund, ich hab's, ja immer, ich hab's euch ja gesagt, ne? Bullenmarkt ist brutal. Kommt doch weiter, wie geht's dir heute? Naja, muss ja, ne? aber okay, die geht's gut. Viktori, hey, da ist ja auch noch Emco. Guten Abend, Papi spielt. Schaffen wir noch die 200 Menschen? Ne, heute nicht. Sanremo, meine Nacht war auch sehr kurz, aber da war ich sicher nicht der Einzige. <laughs> Zentral Cyber Network ist eigentlich HKCM wieder eingestiegen. Ja, das letzte, was ich gehört habe, war von wegen äh, Rezession. Denke ich aber nicht. Ne? Äh, das, das, das geht nicht an mich, geht nicht an mich. Olli, hallo MC. Bewundert noch einmal die Allzeithoch-Höchstkurse von XRP. Das war heute. <laughs> das dauert noch ein bisschen. Aber es wird kommen. Rimini, ob echt Avon der bis 1.2. 1. 2. und fünften verkauft hat, wieder eingestiegen ist? Achso, ab 1,20 Dollar und 1,50 Dollar wollte er da verkaufen. Oh, schön für ihn. Ne? Also, wie gesagt, soll er machen. Es ist mir alles egal. David Hoss sagt: Wenn XRP steigt, ist das nie gut für den gesamten Markt. Gewesene Meinung. Ich weiß nicht, warum das nicht gut ist für den gesamten Markt. Ich finde diese Aussage eigentlich nicht gerade ähm, ja, prickelnd, muss ich sagen. Aber gut, wenn das seine Meinung ist. Neo Crypto, Arm, Marcello und XRP-Fans. Also, ich lasse heute, dass viele wegen. Was? Ich lasse heute, dass viele wegen dem YouTuber HKCM Hopf einfach ihre XRP verkauft haben. Nur weil er das gemacht hat, also wirklich, ist das Kontrollverlust. Was für Hopf okay ist, muss für einen Kleinanleger, der nur einige XRP hat, nicht richtig sein. Kopfschütteln. Ja, aber ganz ehrlich, da haben die doch selber Schuld. Ne? Ich muss doch immer wieder selber gucken, was ich investiere und äh, mich um mein Investment selber kümmern. Nur weil irgendjemand sagt, von wegen, ja, ich verkaufe, dass er jetzt eine äh, irgendwas da verkauft, was ich auch habe. Es muss ja nicht nur XRP sein. Heißt ja nicht automatisch, ich verkaufe, oder? Ich kann, darf doch niemanden trauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, komm hier, ne, Februar ist so ungefähr mein ähm, erster Verkauf vielleicht schon. Vielleicht auch schon früher bei irgendjemandem äh, meiner Coins und Token, die ich habe. Ähm, ich habe jetzt einen Teil verkauft. Würdet ihr deswegen verkaufen? Da wärt ihr blöd. Ne, sage ich ganz ehrlich, dann wäre man blöd. Man muss sich selber seine Ziele setzen und auch genau da an dann verkaufen. Immer selber natürlich Hausaufgaben machen. Auf niemanden hören. Wer das tut, ja, selber schuld. Quick MC ist bald Vollzeitstreamer. Krypto ist dann Nebensache. Dann wird hier Videospiele gespielt. <laughs> nee, dafür habe ich einen zweiten Kanal, wo ich das dann machen würde, ne? Aber ich bin schon überlegen, aber wie gesagt, QVOX, ich bräuchte dafür noch einen neuen Rechner. Vielleicht mache ich zwischen Weihnachten neuer, so ein paar Video-Games-Videos, aber da habe ich ja ein bisschen Zeit. Aber schauen wir mal. Kuhfox, wenn XRP ETU überholt, was für einen Preis hat dann XRP? 6, 7 Dollar. 6, 7 Dollar gehe ich davon aus. Hm xrp warte mal ab. Die Tokenisierung treibt den XRP-Preis. Kommt natürlich auch noch dazu, ne? Das ist noch die nächste große Verwendung, die wahrscheinlich 25 Stunden anfängt zu starten. Äh, da war, ich, da weiter da ich, da war ich. Äh, mich gestern Abend noch wirklich sehr gefreut. Okay. Stimmt, du hast einen Livestream gemacht, ne? Den wollte ich mir heute angucken, da stand, ich muss Mitglied sein. <laughs> Olli! Ist das jetzt Bullenmarkt oder was ist das? Ja, du kannst, du kannst jetzt schon mal ähm, anfangen, dass der Bulle tatsächlich aufgestanden ist. Ne? Er ist noch nicht am Laufen. Vor zwei Wochen hat er schon das Äuglein geöffnet und äh, jetzt ist er schon am Stehen. Krypto weiter, läuft gut für uns alle. Ja, Mr. Crypto, alles ganz locker bleiben. Alle ganz locker bleiben, Leute. Ufox, die gesamte Welt kauft jetzt XRP. Kann man nachsehen, wie viel XRPs es noch gibt zu kaufen? Äh, da kannst du auf die einzelnen Börsen gehen, die haben es ja auch öffentlich. Wenn du die Adressen hast, kannst du auf ähm, XRP Toolkit die eingeben und dann kannst du es genau sehen, wie viel die noch auf der Börse haben. Herr Tony, Hi MC, wie geht es dir? Muss ja, schön dich wieder zu hören. Dankeschön. Olli, ich will nicht weg vom Kriechboden. Hab den Ledger in den Brunnen geschmissen. Ja, dann musst du hinterher springen. Mr. Crypto, jetzt geht's los. Na, schaffen wir das noch? Japanische Kryptobörse stellt den Betrieb ein. Assets gehen an die SBI Group. DMM Bitcoin wird den Betrieb einstellen und die Kundengelder bis März 25 an SBI VC Trade übertragen. Japans Aufsichtsbehörde FSA verwarnte letzte Woche unregistrierte Kryptobörsen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, in inländische Investoren zu schützen. Geil, finde ich, find ich genau richtig. Finde ich genau richtig. Die sollen sich alle registrieren, die Schmutzfinke. Aber schön, geht an die SBI VC äh, Group, plus natürlich dann auch die Kunden noch. Also läuft. Simbo, lieb. Mr. Crypto. Japan, Japan lockert Regulierung für Gaming-Apps und Wallets. Japan plant eine Lockerung der Vorschriften für die, für nicht börsengehandelte Krypto-Intermediäre wie Spiele-Apps und selbst gehostete Wallets. Die neue Regel soll das Einhalten von der Vorschriften für Intermediäre vereinfachen und den Anlegerschutz und die Einführung der Blockchain-Technologie fördern. Alter Schwede. Ja, selbst die Schweizer müssen jetzt mal schlucken. Japan liegt jetzt richtig los. <laughs> äh, du hast wirklich viel Scheiße, Mann. <laughs> ah, Mr. Krypto ist wieder hier voll in Fahrt. Südkorea verschiebt Kryptosteuer für zwei weitere Jahre. Nein. Südkorea verzögert die Einführung der Steuer auf virtuelle Vermögenswerte zum dritten Mal und gewährt einen neuen Aufschub von zwei Jahren. Südkorea integriert Kryptobestände in den Rechtsrahmen, nimmt Steuerhinterzieher ins Visier und prüft Regulierungsmaßnahmen. Eieieiei, okay. Dann soll es so sein. Das könnte natürlich, ja, nicht positiv. Ich glaube, die zahlen da 30 oder 40 Prozent. Die wollten, glaube ich, auf runtergehen auf 15 Prozent. Oder 10 Prozent sogar nur. Naja. Dabei, dabei. Anubis, einmal reicht. Ihr seht, ich habe jetzt schon langsam Probleme hier. Ripple, Ripple zündet. Elon Musk jetzt den Turbo zu zehn Dollar Marke. Ach nein, investing.com Ripple hat die Kryptowelt in Aufregung versetzt. Die Spekulationen um ein mögliches Investment von Elon Musk haben den XRP-Kurs in die Höhe schnellen lassen. Ja, nee, ist klar. <laughs> Mit einem aktuellen Kurs von über 2,40 Dollar ist XRP hinter Bitcoin und Ethereum zur drittgrößten Kryptowährung aufgestiegen. Die Gerüchte über Musk-Einstieg haben das Vertrauen der Anleger entfacht und eine Kurswelle ausgelöst, dass die das Zeug dazu hat, die Finanzmärkte grundlegend zu verändern. Die schreiben eine Scheiße. Alter Schwede. Okay. Mr. Crypto. B-Shane und Renji Hospital kooperieren bei der IVF-Versorgung. B-Shane unterstützt jetzt die Bemühungen im Gesundheitswesen mit dem IVF-Projekt. Für Datenschutz und Datensicherheit Benutzer mit v chain system haben durch V-Swap mehr Vorteile. VChain demonstriert die Auswirkung von Blockchain in der Praxis durch seine Partnerschaft mit dem Renji Hospital. Hatten wir das nicht schon, Das IVF-Dienst durch eine sichere private Datenverwaltung umgestellt? Das, das mybaby projekt nutzt Blockchain zur Verbesserung von Transparenz und Datenschutz. Ich meine, das hatten wir doch letzte Woche schon. Hast du das doch schon gebracht mit Renji Hospital? Aber egal, doppelt hält besser. Mr. Crypto, nochmal. Öh. Stellar ermöglicht blitzschnell Blitzüberweisungen nach Südamerika zu geringen Kosten. Le Felix und Bitsu. Ach, Bitsu. Oh, komisch, ne? Haben auch Ripple. Bieten Blitzüberweisungen aus den USA in die lateinamerikanischen Länder Südamerikas per Stellar-Netzwerk. Man will dies und andere Finanzdienstleistungen auf ganz Südamerika ausweiten und noch mehr Zugänge anbieten. Geiler Scheiß. Das gesamte Überweisungsprozess der Tage dauern könnte, geschieht jetzt in Sekunden. Aber wie gesagt, das sind auch nur kleine Transaktionen, die die machen. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, die, big, die dicken Summen, die darüber gehen. Muss man immer wieder natürlich betonen, weil die meisten denken ja immer wieder, oh ja, jetzt geht es richtig fett ab. CryptoGatner, 188 Live. Warum sind auf einmal alle so gierig? Dirt Cheap, immer noch mit 2,70 Dollar per San <laughs> Sanremo, aber bei so einem Performance opfere ich gerne ein paar Stunden Schlaf. Mann, ich krieg das Kotzen hier wieder da. So. Mr. Krypto, jetzt Finale, final eingereicht. Wisst. Dumtree hat am 2. Dezember 2014 bei der SSC S1. Ah, gut, das hatten wir ja schon. Ha, oh, da bin ich mal ein bisschen schneller. Simbo, liebe Grüße an die ganze Bande von einem dauergrinsenden Simbo. er weiter? ich sag euch mal was Leute, ich bekomme über 50 Anrufe. Warum? Bist du so ein schicker Mann? Äh es läuft hier gar nichts mehr. Jetzt geht's wieder. Yes, baby. Ja, ja, ich akzeptiere. Was willst du denn? ASBC. ASBC stärkt grenzüberschreitende Zahlungsmöglichkeiten in Partnerschaften mit Dandelion. ASBC, wisst ihr ja, ist großer Ripple-Partner. Um grenzüberschreitende Überweisungen für Kunden zugänglich zu, zugänglicher und nahtloser zu machen, hat ASBC Singapur mit dem Anbieten von Geldüberweisungs Lösung Dandelion zusammengearbeitet. Nach der Zusammenarbeit mit Dandelion bietet HSBC nun gebührenfreie Überweisungen an über 100 Ziele in mehr als 60 Währungen an und bietet so eine nahtlose Zahlung in Echtzeit, dass das traditionelle Korrespondenzbankmodell umgeht. Durch diese Verbesserung wurden die grenzüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten von HSBC verdreifacht und 50 neue Ziele und 40 neue Währungen hinzugefügt. Krasser Scheiß, krasser Scheiß, Leute. Oh, es wird so geil. Es wird so geil. Ich weiß auch nie, was ich dazu sagen soll noch, ne? Und Nachrichten. Unglaublich viele. Die Leute sind bei 2 Euro am Flippen. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Und guck mal, ich krieg meine Kugel hier nicht mehr her. Ich glaube, der Rechner schafft das nicht mehr. Kufox, XRP hat doch einen Plan. Die werden definitiv einiges verkaufen und bekommen jeder wieder Schiss. Könnte natürlich passieren. weiter. ich will nicht wissen, was mit den Leuten passiert bei 50 Euro oder 10 Euro. Immer stabil bleiben wie Olli. Kryptogärtner, <laughs> der XRP bringt am meisten für BlackRock, da sie einfach legal ungehindert XRP handeln können. Ich würde jetzt nicht sagen, es bringt jetzt am meisten für BlackRock, sondern ich würde eher sagen, die können sehr günstig natürlich dann auch transferieren. Und Sanremo, denkt, weiter, denkt immer an euer Ziel, Kursziel, niemals schwach werden. Durchhalten, durchhalten, wie bei einem Marathonlauf, richtig. Also, ich Sauerstoffflasche und äh, Rollator. Herr Toni, bist du noch immer zuversichtlich, dass Veracity die 1 Dollar schaffen kann? Wenn Veracity 1 bis 2 Cent schafft, im Dezember bin ich auf jeden Fall dabei, dass er 1 Dollar schafft. Olli, der Katzenjammer wird gigantisch. An die vielen Neuen, ich darf das, ich bin Stammgast bei MC. <laughs> Und den Freunden, ich bin der Spinner, der akzeptiert wird. Nizu Twitch, Servus, was ging denn heute ab mit den Preisen? Ja, was soll man dazu sagen? Ne? 4. Dezember, Stablecoin, wann kommt? Hello, hallo, wie geht's? Hab dreimal versucht XRP nach BitPanda zu senden. Vom Ledger aus. Doch irgendwie funktioniert das nicht. Transaktion. Transakt... fehlgeschlagen. Obwohl die Adresse stimmt. Könnte sein, dass es vielleicht auf BitPanda liegt. Oder hast du äh, an BitPanda liegt. Oder hast du auch ähm, alle Updates und Upgrades gemacht? GoFox, MC, Ticket schon gekauft, Chef schon gesagt, dass du bald die Kündigung vorlegen wirst. Ich gehe einfach gar nicht mehr hin zur Arbeit. Er <laughs> kriegt noch von mir mein Häufchen und dann war's das. Sanremo. Boah, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich ja schon zu weit. Gut, äh, da ist Sanremo. Ja, muss so sein, dass Bitcoin in XRP geswappt werden. Da Bitcoin nicht steigt, irgendwoher muss ja die Kohle kommen. Man muss auch bedenken, Bitcoin ist sehr teuer. Ne? Wenn man jetzt Bitcoin kauft, was wird der noch erreichen? Gut, wenn er 250.000 oder 400.000 erreicht, aber rechnet mal aus, wenn du jetzt kaufst Bitcoin, dann machst du nicht mehr viele Prozente. Ne? Amokachi, hey Leute, hey MC, ich hab ich die Nachricht verpasst? Ein bisschen. Mr. Crypto, schon lustig, dass Sie jetzt alle FOMO haben. Viele werden es nicht schaffen. Achimus, abonniert mit Prime. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Neo Krypto. Bitcoin Maxi behauptet, dass LUSD sei ein interner Konkurrent zu XRP. <laughs> Obwohl die Bitcoin-Maxis wissen, dass Tether auch den Speichermangel, ich glaube, es geht los. Äh, Tether auch den Bitcoin gepusht hat. So viele tolle Geschichten im Crypto ja, das ist krank, das ist einfach nur krank. Komm ich nicht nochmal an, ich habe einen Speichermangel. Hier ist nichts drauf auf dem Rechner. Alter Schwede. Äh, XRP, ab 50 Dollar muss jeder hier nachweisen, dass er noch seine 3XRP hat. <laughs> Irgendetwas passiert. Oh, XRP geht runter, wer weiß, wer weiß. Ne? Vielleicht wird es auch wieder alles verkauft. Argon, guten Abend alle zusammen. Es geht so langsam in die Richtung, in die richtige Richtung, hundertprozentig. Startrampe, wenn ich mein Portfolio ansehe, braucht man Bankberater und der Steuerberater auch eine Sauerstoffflasche. <laughs> Konzite, hey, das mache ich doch dann gerne, dich schieben. Okay, Johannes, gestern um ca. 0.30 Uhr bin ich ins Bett gegangen und habe nochmal auf dem Handy den Kurs angeschaut und ab an den PC. Einfach zu spannend, um zu schlafen. Um ca. 1.45 Uhr habe ich mich die ganze Zeit gefragt, soll ich schlafen gehen oder lieber auf den Bildschirm schauen. Der Bildschirm hat immer gewonnen. Um 2.40 Uhr bin ich dann ins Bett, aber um 6.30 Uhr konnte ich nicht mehr schlafen und ab an den PC. <laughs> es war einfach geil, live anzusehen anzuschauen, wie es nach oben ging. Solana haben wir mit tausend Sachen mit der Rakete überholt. Aber es ging einfach weiter und so musste halt auch bald Tessa dran glauben. Amokachi, unter 100 Euro werde ich keine XRP verkaufen. Abwarten, ob du das schaffst. Das schaffen die wenigsten. Victoni, ja, schon krank, wenn man so gedanklich mit den Preisen von XRP spielt und denkt, ich könnte vorerst für zwei, drei Jahre die Arbeit hinschmeißen. Oder ich halte geduldig und muss bald nie wieder arbeiten. Abwarten, ne? Immer abwarten. Johannes, hallo Leute XRP-Gemeinde. Seid ihr auch so müde wie ich? Grüße gehen an alle, ob müde oder hellwach. <laughs> Daniato, ja, hey Leute, ich kann nicht nur zuhören, macht doch nix. Sanremo, die Alcon rallye kommt nicht vor Januar, Februar. Ah, vielleicht auch erst im März, April. Aber schauen wir einfach mal, ne? Mr. Crypto, Leute, auch bitte, nicht vergessen, ein Gewinn ist erst, wenn auch... Äh, ist es erst, wenn auch realisiert. Sprich, wenn es auf eurem Konto draufsteht. XRP alko meinen Links einfach weg. So, so. Okay. Oh, muss, hast, hat wohl die Konkurrenz jetzt weggemopst. Fox, freue mich einfach, dass XRP steigt. Werde zwar mich wieder ausrollen bei dir, wenn es bei 50 Cent wieder ist, aber egal, ist ge geil. Dann kaufe ich wie ein Blöder nach. Neo-Krypto, ob Icon Rally da ist oder nicht, ist mir Wurst. Ich sehe nur, dass mein Portfolio explodiert. Bingo xrp -Eck. wo ist Olli? Olli ist doch da. Doc Azzarola, ist doch alles langweilig gehen. <laughs> Hans-Josef, moin Leute, Alex, schöne Grüße aus Specie, Die xrp -MC. Es ist schon schön, das Portfolio wächst und die G Geldtasche auch. Da ich schon ein paar Wochen mein Geld nicht mehr an die Börse geschickt habe. Du kannst du woanders was machen. Ne? Schön essen gehen, dir was Schickes mal kaufen, Urlaub machen. Mercedes-Stecker, Servus, schön, dass es euch gibt. Schön, dass du da bist. Olli, was passiert denn, wenn ich bei der Bundesbank anrufen möchte und ständig ist besetzt? Ich muss doch nicht den ganzen Tag da am Telefon hängen. Nein, du kannst ja zwischendurch immer wieder versuchen oder einfach auch, du kannst auch eine E-Mail hinschicken, mein Freund. Die sind ja auch modern geworden. Wann ist? Übrigens, ich habe hier in der Schweiz ein ganzes Dorf voller Dullis. 5400 an der Zahl. Die wohnen nämlich in Duliken. <laughs> On the normal. Ab heute, mal, ab heute mal 10 XRP auf Coinbase verkauft. Wollte mal sehen, ob die Börse mit die hohen Handelsvolumen noch funktioniert. Was soll ich? Was? Was soll ich? Läuft noch. Einwandfrei. Jetzt muss es bei 100 Dollar auch noch. Gehen. Ja, das werden wir sehen. Simbo wird nichts verkauft von XRP, ist mein persönlicher Bank und äh, wird was gebraucht, wird abgehoben. Ansonsten darf es sich auf die Wallet wohlfühlen und schön weiter steigen. So ist der Plan und ich finde ihn gut. Okay. Sanja beim städtischen Klinikum, ehemals Flugplatz. Hä? Okay. Quick MC HKCM hat ein, sein Video gesagt, dass er es bereut hat, XRP verkauft zu haben und dass er voll daneben lag, wegen der XRP-Prognose. Wenigstens hat er sich bei den XRP-Amis entschuldigt. Naja gut, das ist seine Sache, ganz ehrlich. Und dass er nicht immer richtig liegt und gerade so charttechnisch und Kryptomarkt äh, funktionieren einfach nicht. Johannes, guten Abend, Remo, Hens. Hey MC, zum Thema Meldepflicht bei der Bundesbank habe ich folgende Antwort vom Bitpanda Support erhalten. Da wir keine Rechtsberatung anbieten können, empfehlen wir die, dir, die Meldepflicht direkt bei deiner Bank oder bei der Deutschen Bundesbank zu prüfen, um sicherzustellen, dass alles geltende Vorschriften eingehalten werden. Habe entsprechend meine AWV-Meldung gemacht. Siehst du? Das war nun ein dummes Gerücht, weil Bitpanda ist für Deutschland nicht zuständig. Sie haben zwar die BaFin-Lizenz, aber sie, wenn, dann machen sie nur das für die Österreicher. Im Übrigen werden Nachmeldungen bis drei Jahre nach Kauf aus Kulanz für privat akzeptiert. Trotz aufmerk aufmerksam bleiben und schön melden. Ja, ich melde jeden Scheiß. Ne? Ich würde sogar den Finanzamt anrufen und sagen, hier, pass auf, ich habe Summe XY bekommen. Ist sowieso steuerfrei, wenn ihr die Daten haben wollt. Ich schicke es euch zu. Waldemar, Glückwunsch an alle, die durchgehalten haben und jetzt belohnt werden. XRP to the Moon. Richtig. Producer Club, gestern habe ich zum ersten Mal nicht schlafen können, weil das Portfolio so hoch war. Ob das schon diesen Bulvern ist, von dem MC immer redet? Warte mal noch ein, zwei Monate und dann sprechen wir uns wieder. Rillicon MC, kannst mich bitte mal kneifen? Es kommt mir wie ein Traum vor. Wird noch brutaler, keine Panik. <laughs> Dadrampe. ui, was ist mit dem Ton? Nee, nee, was ist? Nee, nee, die Daten stimmen diesmal. Sanja, freut mich. Heiko, Karlsruhe ist so verkorkst, dass ich nicht dachte, einen xrp zu treffen. Klasse. <laughs> Klingt ja gut bei euch. Können einen KA XRP-Club gründen. Hab ich spielt. XRP wieder bei 2,75. Geil. Konzite, dein Veracity wird kommen. Schau mal, mein. XYO an, wo nur Spiegel drin ist. Der hat jetzt auch gut gepumpt. Fehlt nur noch Wiechein. Der ist jetzt der nächste. Ja, er fängt ja schon ein bisschen an. Ne? Er fängt ja schon ein bisschen an. Sanja, geh nicht am mich. Kufox, ich hoffe, dass AMP auch steigt, wie die anderen. Kommt noch. Der hat doch letztens erstmal einen geilen Bullen-Run gehabt. Lass ihn mal ein bisschen entspannen und dann geht er wieder los ich bin entspannt. Meine Coins außer XRP haben nicht viel Prozente, okay? An Simon, guten Abend. Ihr XRP-Bekloppten geht doch. bist du sicher, dass es 25 weitergeht? Ja. Ja. Ich höre diese Scheiße mit Rezession Q1, Q2 nur vom deutschsprachigen Raum. Asien höre ich nichts. USA höre ich nichts. Selbst Südamerika höre ich nichts so vom Argentinier. Von wegen Q1, Q2 Rezession. Weiß ich nicht, könnte auch kommen. Wer weiß. Sanja, oh ja, die Aussage von Hopf heute war echt daneben. Okay. Äh, so sehe ich das auch. Hm. Hab ich Der Bullmarkt ist ja für uns sowas wie ein Adventskalender. Jeden Tag gucken, wie viele Prozent haben wir heute gemacht. Die Aufregung vom Schla Einschlafen einfach nur schön. Mr. Crypto, wir sind kein HKCM-Stream. Danke. Äh, Daniato, was hat Hopf heute gesagt? Crypto weiter, geht nicht an mich. Startrampe. Äh, Neokrypto, solange die Geldmenge der Fed steigt, rechne ich nicht mit einer Rezession in den USA. Da muss ein anderer Auslöser dafür kommen. Richtig. Und ich gehe sowieso davon aus, dass die Rezession, wenn über, wenn, naja, die wird ja kommen. Äh, natürlich der Immobilienmarkt wieder antreiben wird. Sanremo, aber aufpassen, Papi. Am 6. kommt nicht nur der Nikolaus, auch der Campus. <laughs> Ähm, das, das, das geht nicht ja mich. Ich weiter. Ja, das hab' ich gerade reingeschrieben. Wieso, Marcelo? Ähm, heute Morgen habe ich dein Video gesehen, da wurde... Ich habe es ja erst äh, heute Morgen die Nachricht gekriegt von YouTube und, ähm, das da stand dann nur für Kanalmitglieder. Ich bin kein Mitglied deines Kanals, ich bin nur Abonnent. Dann ja, ist jemand über das, den First Ledger in Coins investiert? Nutzt das jemand über Telegram? Nein, ich nicht. Kryptogärtner, hier ist mein eigener Coin auf dem XLM Ledger, kostet 250 XLM und um, um eine Billion zu machen, hab viel zu viel am Anfang verkauft. Market Cap von 1725 Dollar gerade, 136 Personen halten den, zwei Tage alt. Kofox, aber ich vermute nicht, dass XRP wieder auf 50 Cent fällt nach dem Bullenmarkt, oder MC? Wer weiß, entweder kommt die Verwendung und dann wird sowieso nur noch weiter hochgehen. Oder wir landen irgendwo unten. Aber bei 50 Cent landet, du, muss man gucken, wie weit er hochgeht. Ne? Und normal, Twitter rastet ja gerade aus mit dem ganzen XRP-Mimi-Coins auf dem First Ledger. Selbst Jack the Rippler pusht dort jede Stunde neue Coins, ja, weil er die selber wahrscheinlich rausgeballert hat. Taschentiger, wird schon im Januar in Japan gestartet oder woanders? Sie sagen 25, sie sagen nicht direkt wann. Kryptowähret, weil ich von anderen Leuten die andere Kryptowährung mögen Reportet werde auf YouTube und dann verwarnt mich YouTube jedes Mal und bekomme Strike, deswegen wollte ich mal testen, ob etwas passieren kann, wenn ich es nur für Subscript zugänglich mache. Ah und sehe da, ich habe kein Strike, keine Verwarnung, nix. Schon armselig, die Leute, die sowas machen, können mir ins Gesicht nicht sagen, was Sache ist. Müssen hinter, hintenrum mich reporten. Deswegen, Marcelo Ah, okay, ja, das, das verstehe ich. Ja, bei mir kommen die Deppen, die <laughs> sagen, wie scheiße ich bin, weil ich ja XRP so geil finde. Und bei dir hauen sie noch eine Schippe drauf. Aber ich werde es heute Abend mal öffentlich stellen, okay? Dann guck mal, ob du dann morgen noch da bist. <laughs> dann bin ich gespannt, morgen früh. Kubox, ja, MC, verkauf zwei XRPs und kauft dir damit einen guten PC. Meiner ist unter 1000 Euro und es läuft flüssig. Ja, nein. Hab halt nur Angst, dass was nicht wieder passiert. Glaube ich nicht, diesmal. Olli, wenn es mit XRP was wird, dann sehen wir uns in Teneriffa. Wenn nicht, dann vom Aldi mit Palette Hansapilz schlafen im Park. Ist auch schön, warum nicht, ne? Da, mein neuer PC steht hier fast komplett zusammengebaut neben mir. Nur noch die Daten sichern und Windows installieren. <laughs> Quick. MC, denkst du, dass wir bald eine Korrektur bekommen bei XRP? Der steigt seit vier Wochen ohne große Korrektur. Ich sag dazu nichts. Ich habe die ganze Zeit schon immer wieder gesagt, oh, bei 1,50 Dollar, dann weil er müsste eine Korrektur kommen. Das ist zu hart, wie der steigt. Jetzt sind wir schon bei 2,70 Dollar und die Kacke korrigiert immer noch nicht. Er korrigiert zwar immer zwischendurch, so ein bisschen nach unten natürlich. Ne? Immer so gegen 12 und 14 Uhr habe ich gemerkt. Sogar ein bisschen stärker mal, aber dann geht es wieder Richtung Norden. Ne? Also ich bin da ratlos. Im Moment ist es. Komplett krank, was XRP da abzieht. Niliwi, MC, stimmt es, dass jetzt auch 6,7 Stellige Summen über den XRP-Ledger laufen? 6,7 Stellige Summen? Nein. Nein, 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 Also ich habe es noch nicht mitbekommen, dass da wirklich 6,7 Stellige Summen da über den XRP-Ledger laufen. Außer vielleicht hier äh, südkoreanischen Wong. Aber... Da musst du mal umrechnen, das ist nicht viel dann. Ali, der da war, eine Grüße aus Mexiko in die Runde. Äh, also mit Wieschen kann man dann direkt nach der Geburt sein Kind tokenisieren, wird dann komplett bis 18 überwacht. Wir werden ja jetzt schon überwacht. Mr. Crypto MC wird heute niemals fertig. Ich glaube, Marcello, bester Mann. Nein, xap aber ab jetzt nichts mehr schreiben, wird eh nicht mehr vorgelesen. Gaza, doch, meins wird bestimmt noch gelesen. Gut Leute, die, die Kugel ist abgestürzt. Ja. Bei Marcellus PC. Ja, das ist zum Kotzen, ich brauche richtige Rechner langsam. Mercedes-Stecker, hab mal Limit reingemacht. Erstverkauf 10% bei 100 Dollar. Okay, XAP MC soll einfach die Sonne einblenden. Am Januar siehst du eh keine Linien mehr. Hast <laughs> seine auch recht, ne? Taucher. Grüße an die XRP-Bande und MC und bald 100 Dollar, äh, 10 Dollar. Boah, 25, ja. Neokrypto, ich lass euch, ich lass auch heute, dass viele Retailer der starke Anstieg von XRP unheimlich vorkommt und ihr XRP in Solana getauscht haben. Was soll man dazu sagen? Die werden alle schön beine, ne? Fieldsboy, ja, alles Updates gemacht. Ja, alle Updates gemacht. Okay, dann wundert mich das eigentlich. Dann liegt es mal da wahrscheinlich an Bitpanda xrp Manche Börsen wollen doch die zusätzlichen ID. Wie heißt die wieder? Ach du. Ja, das muss aber von der... Nee, das müsste ja eigentlich dann BitPanda äh, anzeigen, wenn du ja die ähm, Adresse von BitPanda kriegst, wo du es hinschickst. Heathboy kotzt mich so an mit Bitpanda. Ja gut, dann musst du mehrere Börsen haben. Sanja, Tag eintragen beim Versenden. Sonst klappt das nicht. Ganz wichtig, beim Versenden vom Ledger zu Bitpanda. Ja, aber den Tag kriegst du ja von äh, Bitpanda dann. Mr. Crypto, sorry Leute, muss ein bisschen bremsen, sonst wird MC verrückt. Kufox, cool, habt gar kein Veracity, stattdessen AMP. Okay, Ron, Ronnie the Rippler. Hey MC, hast du zwei... MB Arbeitsspeicherverkauf, um XRP zu kaufen? Sei ehrlich. Nicht so verrückt bin ich nicht. Black Dog, Servus MC und die XRP-Runde. Ich werde die gute Laune nicht mehr los. Und das alles nur wegen dem bisschen Pump. Drei Dollar sollten in Kürze geknackt werden. XRP wird Gesichter schmelzen lassen. Natürlich bis dreistellig Holden. Solana gefetzt und Ethereum ist schon im Visier. Endgegner zum Schluss Bitcoin. Aber Bitcoin holen wir nur mit der Verwendung. Und dann richtig. Doc Azarola ist doch egal, wie es momentan heißt. Bull run Alcon Valley oder was auch immer. Hauptsache sexy. <laughs> da hast du recht. Geronimo hat zum 20. Mal schon abonniert. Dankeschön. Hallo MC. Mach. Manche Leute reden davon, dass XRP wieder richtig fallen wird. Aber ist ja auch egal. Trotzdem halt. Ja, sollen sie alle reden. Ne? Sollen sie alle reden. Die sind einfach nur neidisch im Moment. Leikat. Hallo MC und liebe Community. xrp Community, sind die Ledger Firmware Updates sicher? Also wenn wenn von Ledger ein Firmware rauskommt oder überhaupt ein Update, dann warte ich meistens so ein bis zwei Tage, bevor ich die drauf mache, ne? Nicht weil ich denke, das ist ein Scam oder so, weil es einfach zu lange dauert im Moment und ähm, normalerweise sollten sie sicher sein. Es geht ja auch um Ledger Live dann und nicht um den um das Hardware Wallet dann. Johannes, bei meinem Portfolio ist eine schöne große Zahl, aber dabei bleibt es auch. Eben nur eine Zahl, schön anzusehen, mehr aber nicht, als Geldguthaben gilt es erst, wenn es auf meinem Konto ist. Dies kann ich überraschend gut handhaben und wer hat mir das beigebracht? Natürlich du, MC, danke. Nein, fui, ich möchte euch alle ruinieren, ich möchte euch alle mit in den Untergang ziehen. Aber irgendwie kriege ich es ja selber nicht hin, meine Zahl wird auch immer größer. Das ist ekelhaft, ne? <laughs> Rick, MC, ich denke auch, dass viele der XRP-Halter keine fünf Jahre durchhalten können. Nur richtig XRP-Diamond-Hands schaffen wir es. Vielleicht. <laughs> Brigade, hey, cool, gerade das Update für den Nano-Ledger gemacht. Die Sprache Deutsch ist jetzt verfügbar. Die ist doch schon länger verfügbar. Musst du nur umstellen auf bei den Einstellungen. Guck du Gärtner, ich muss früher 23.000, 80 80.000 XRP verkaufen. Würde ich heute 21, nee, 210.043 in XRP Wert haben. So ist das halt. Ich werde viele XRP und XLM Coins machen. Und um das wieder reinzuholen, das ist vollkommen möglich, mein Ziel von 100 XRP zu erreichen. Okay. Äh, Sanrimo hatte die letzten sieben Jahre Training in XRP halten, also sollte die Zeit keine Rolle mehr spielen. Richtig, Neocrypto. Was mir schon auffällig ist, dass vor allem die ISO-Coins so extrem in kurzer Zeit steigen. Ist das Taktik? Keine Ahnung. Keine Ahnung, muss ich sagen. Und Petsy, dann liest er eben nur das, was er kann. <laughs> Mr. Krypto, noch 10 Minuten, 21 über Uhr. Oh, zwei Minuten noch. Äh, aber Leute, auszuschließen haben wir noch nie gemacht. Lykert, wie lange wird der Bullmann gehen? Ja, wenn du Glück hast, Oktober nächsten Jahres. Wenn du Pech hast, früher. Oh ja. Das kann dir keiner sagen. Kommt doch weiter. Ich habe es jetzt öffentlich gestellt, Marcello. Mein Livestream. Okay, gucke ich nachher mal rein. Nur no Petzi, Ich muss ja nachher eh noch auf YouTube wieder rauf. Nur no Petzi, Ja, hab nur den Follower-Modi drin. Manchmal wegen den Spambots. Wenn ich beispielsweise auf der Arbeit war und nicht dazu kam, den Chat zu lesen. Okay. Machen wir nochmal El Cuica. La Quica. Wichtiges Update. Ripple hat zusammen mit dem breiteren XRP-Community Pläne zur Einführung nativer Smart Contracts angekündigt, der neue DeFi-Möglichkeit im Netzwerk eröffnen würde. Okay, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was es natürlich bringt. Aber ich bin natürlich sehr optimistisch. QuickMC, bin gespannt, was Asien machen wird heute Nacht. Entweder verkaufen oder sie kaufen weiter. Und jetzt, wo ich Verstärkung habe, brauche ich mir das aber eigentlich nicht mehr. Magic Mike, hallo Leute, grüß dich Marcello und natürlich Metzger Magic. Könnte jetzt erst grüßen, da ich auf der Autobahn war, nach dem Stream gleich wieder die geilen Anstiege anschauen, dass mein, äh, ja, Punkt-Punkt-Punkt in die Hose bestehen bleibt. Eieiei, <laughs> ei, ei, ist ja ekelhaft. BrilliCoin. Ist es möglich, dass die Coins mehrmals rennen oder läuft streng nach der, dieser Pyramide ab? Zuerst Bitcoin, dann Ethereum, dann Altcoins und dann die Small und so weiter. Weißt, wie ich es meine. Das entscheiden die Big Player. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ne? Olli. Unter die Liste der steuerfreundlichen Länder für Krypto wird Deutschland mit... Aufgeführt. Natürlich die Jahresfrist. Wenn das mal nicht direkt von der Regierung initiiert wurde, die Nachricht. <laughs> Nein. Quick MC. Wir können alle froh sein, XRP unter 50 Cent gekauft zu haben. Und alle sollen schön XRP verkaufen im Bullenmarkt. Und dann kommt die Anwendung und ist dann ist der Zug endgültig abgefahren. Ja. Dank danke und gute Nacht. Morgen Stream bei 3 Dollar. <laughs> Glaub schon. Heute Nacht wird es soweit sein. Tschüss. Okay, schauen wir mal. Bremer bei der Erektion im Panzer richtet sich das Schussrohr nach oben. Ach du Schande. Daniato, das war absolut crazy damals. Fast eine Million nur durch einen Schö schnöde Wertpapierhandelsbank. Uh, krypto weiter, danke, dass du gestern am Start warst. Daniato, no war mega geil gestern. Robbie Veracity steigt fast jeden Tag. Richtig. Mr Krypto Frage an Chris. Okay, genie mich nur könnten wir öfters machen sonntags. Äh, oh, ich bin ja schon fertig. Wie, oh, 21.20 Uhr. Meine Zeit, meine Lieben. Ich lese das noch gleich zu Ende und dann danke an 156 Zuschauer. Schön, dass ihr da wart. Und ich bin morgen um 20.20 .20 Uhr natürlich hier wieder auf Twitch für euch da. Äh, Olli, ist nicht bald mit einer massiven Korrektur zu rechnen, so dass unsere Gesichter schmelzen? Pff, ich bin da raus. Ich weiß es nicht. Nur, Petsy, gerade jetzt, wo die Preise abgehen, kannst du echt auch eine Menge Leute erreichen. Im Gegensatz zu den. Bernmark-Zeiten. Konzite, gute Nacht. Mein lieber Märchenerzähler. Bis die Tage auf YouTube. Ja, wir sehen uns. Quick. MC. Wir haben noch keinen Bullrun. Die Geldmenge mit M2 kommt noch. Dann die Leitzinssenkung. Trump wird vereinigt. 25 wird ein krasses Jahr für uns. Hundertprozentig. Und damit sage ich auf Wiedersehen.